Jetzt wird ein bisschen geflockt. Ich nehme euch ein bisschen mit durchs Wochenende. Koblenz bzw. die Region, wo Mosel und Rhein zusammenfließen, haben ja eigentlich schon immer mit Hochwasser zu kämpfen. Ich schaue jetzt hier in den Sack, mache noch eine kleine Timelapse darüber und dann fahre ich zum Handballturnier von meinem Sohnemann. Nee, der Kaffee ist nicht für dich, Dicker. Der ist nicht für dich. Milch für den Kaffee. Da guckst du, Derek, ne? Guten Morgen, Leute. Samstag. Was liegt heute an? Erstmal ein bisschen vloggen, leider mit der Action Cam. Ich fahre aufs Handballturnier, Tim hat ein Handballturnier. Dann bringe ich die Sony Alpha 5000 weg. Dann gucken wir mal, dann kommt meine Frau wieder von der Arbeit heute Abend, was wir sonst noch so machen. Und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Vielleicht fahren wir mal zur Festung oder auf den Breitstein hoch und verschaffen uns mal einen Überblick über die Hochwasserlage. Weil der Rhein, ich habe gestern gesehen, der Rhein ist extrem hoch. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm wie das letzte Mal, weil die ganzen Leute, ich habe auch Bekannte, die in der Nähe vom Rhein wohnen, haben den Keller schon mit Wasser voll, aber hoffen wir mal, dass es nicht so hoch steigt, das Wasser. So Leute, wir sind jetzt hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein. Ich wollte mir mal das Hochwasser von oben angucken. Die Hochwassermarke 2 wird wohl am Sonntag erreicht werden und ich hoffe, es wird nicht so schlimm, dass der Neuendorf überflutet wird bzw. niederwehrt. Wetter ist semi-professionell. Also wieder hier, guckt euch das an, hier Regen. Ein bisschen Regen, aber ich gehe jetzt trotzdem mal nach vorne und guck mir das mal an. Ich nehme euch dann mit. So, wir gehen jetzt mal vorne auf den Aussichtspunkt. Hier, wir sind jetzt hier oben hier auf dem Festungsplateau in Ehrenbreitstein mit Blick auf mehr oder weniger ganze Koblenz-Neuwieder Becken. Und wenn ihr mal nach vorne guckt, da vorne ist so eine Art, ja, so ein Skywalk. Da gehen wir jetzt mal gucken, wie die Lage ist. Koblenz bzw. die Region, wo Mosel und Rhein zusammenfließen, haben ja eigentlich schon immer mit Hochwasser zu kämpfen. Die letzten Jahre war es eigentlich ganz okay gewesen, aber dieses Jahr scheint es aufgrund der milden Temperaturen, der starken Schneefälle, die direkt wieder geschmolzen sind, und der starken Regenfälle unten im Schwarzwald, scheint es wieder echt kritisch zu werden. Hoffen wir nicht, dass es passiert. So Leute, so wie es aussieht, großer Fail. Moment. Das Aussichtsbauwerk ist zur Ehrensicherheit über Winter gesperrt. Und das ist leider zu. So, das heißt, man kann da gar nichts sehen. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt mal hinter das Bauwerk. Vielleicht können wir von da einen kleinen Blick runter auf die Mosel erhaschen. Bis gleich. Ja, allzu viel sieht man nicht. Das heißt für mich hier, ich hau jetzt hier in den Sack, mache noch eine kleine Timelapse darüber und dann fahre ich zum Handballturnier von meinem Sohnemann und gucke mir das an. Bei dem Wetter sowieso besser in der Halle wie draußen. Thank you.
So, Timelapse im Kasten. Jetzt geht's zum Auto zurück, fängt nämlich ein bisschen stärker an zu regnen. Fahre ich lieber noch Handball gucken und dann schauen wir uns vielleicht beim Handball wieder. Okay, bis dann. Jo, sind wir wieder im Auto. Jetzt fahren wir nach Bendorf zum Handball. Ich will vielleicht mal einen schönen Kaffee trinken und dann gucken wir mal. Wir werden sehen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir in Fallenda durchkommen, weil da war nämlich eben, stand ein Schild, Fallenda Hochwasser gesperrt und das ist auch so. So, werden wir sehen. Fahr ich mal gucken. Das sieht nicht gut aus. 300 Meter gesperrt. Eine große Odyssee, dadurch, dass in Fallen die B42 gesperrt war, muss ich jetzt über Hörgrenzhausen wieder zurück nach Bendorf zum Handballturnier fahren. Aber ich glaube, ich bin gleich angekommen. Oh Mann, ey. Leute, endlich angekommen. Wie gesagt, ich wäre besser über Koblenz wieder zurückgefahren, aber naja, jetzt habe ich mal Hörgrenzhausen kennengelernt und Hildegard und wie auch immer. Jetzt bin ich mal von oben nach Bendorf reingefahren. So, jetzt geht's zum Handball.